So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir machen heute weiter mit dem Kampfturm. Und zwar dem großen Finale, würde ich sagen. Weil es steht jetzt noch der Durchgang bei den Doppelkämpfen an. Das, was wir ja jetzt bei den Einzelkämpfen gemacht haben, mit Lili bis Dilien. Und dann wollen wir das Ganze jetzt nochmal mit den Doppelkämpfen ansehen. Da kommen wir im Kampfturm. Und da steht ja jetzt hin. Gut, mit welchem Pokémon möchte ich kämpfen? Wir gehen auf jeden Fall in die Doppelkämpfe rein, das ist schon mal klar. Und wir nehmen unser eigenes Team mit. Wir fangen an mit Glurak. Inteleon, ganz klar. Dann... und noch Pico. So, auf geht's. Unser erster Gegner. Ein scheinbar Pikachu-Fan. In diesem Pikachu-Kostüm finde ich mich am allerwohlsten. Ja, wie war das? Kann heute das Finale sein? Das große Finale im Pokémon-Schwert. Und ich fange an mit Mob, Pico und Aranes. Oh, na super. Genau zwei Pokémon, die ich eigentlich nicht gehofft hatte. Gut, Aranes. Gut. Aranes hat mich wahrscheinlich down geschossen. Das heißt mit dem. Und der. Aqua Home, bitte hau ich auf Mob Pico. Ich muss ja irgendwie versuchen, was zu reißen. Ich muss hier jetzt versuchen, mit Gewalt wegzuschießen. Die zwei Jungs. Na gut, machen wir. Das kann das große Finale sein. Wir versuchen das. Kann sein, dass es die letzte Folge ist. Kann sein, dass es die vorletzte Folge ist. Kann sein, dass es die dritte Folge ist. Wir schauen alle mal. Mob Pico ist. Komm bitte nicht mit dem scheiß Schutzschild Aranestro. Ja, komm. Glurak geht auf Giga, Giga Glurak. Nein! Nein, nein, nein. Ich hatte es mal drauf, dass er nicht hinkriegt. Initiative steigt, okay. Natürlich! Mit einem One! Okay. Darum bitte nicht, dass du die einzigen Pokémon hast, die... So, auf jeden Fall können wir auf Fett einsetzen. Wie hast du denn? 4 oder was? Ja, 4 hast du natürlich. So, auf Nestro und du bleibst mit der Aqua Hobbit und Mopeko. Ja, die trifft auf jeden Fall. Und das ist schon mal weg. Okay. Jetzt verabschieden wir uns einfach davon nach Aranestro. Wie kann der scheiß Kaskade mein Glurak jetzt mal ausschalten? Hauptsache ist natürlich mit Rotom. Okay, jetzt Elektro-Rotom. Dendarion, jetzt kommt aber. Ey, jetzt kommt aber dicker. Ich auf Knirscher. Das ist klar. So, ich bin halt. Warum trefft ihr eigentlich immer mit einem One-Hit? Jetzt schalte ich erstmal das Rotom aus. Jawoll. Ich hab gar kein Feuer. Das Problem, ich hab kein Feuer-Pokémon mehr. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr. Heute ist auch. Ey. Also jedes Pokémon von mir geht mit einem One-Hit K.O. Ja, ich hab verloren. Das hat er gut ausgefallen. Geht schon wieder gut los. Ey. Ich hab den sowieso nicht. Ich nicht. Nein, natürlich nicht. Treffer gebrumm und das war's. Ja, ey, wenn man in jedem Kackkampf mit jeder Attacke mich K.O. schießt, mein Glurak mit einem Volltreffer K.O. schießt. Lass mal, wir machen mal was anderes. Wir gerne mal auf ein Light-Team.
Kann ich mir die Teams mal angucken, bitte? Ich mache mal was anderes. Ich setze mal auf ein Light-Team. So, du willst... Ja, bitte. Ich möchte mehr Basis-Team, Taktik-Team, Regen- und Bummel-Team, Kraft-Team. Ich gehe mal aufs Kraft-Team. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Ja, ich möchte jetzt gerne... So, ich möchte gerne dieses... So, jetzt versuchen wir es mal. Ich weiß nämlich nicht, was auf mich zukommt. Ich hab ja... Na super. Okay, dann machen wir es anders. Ich baue mal mein Team ein bisschen um. Registrieren. Gehen wir eher auf Level 50. Dann gehen wir auf dich. Beldra. Einsetzen. Aquane. Und Stalos. Ich probiere es mal so umzubauen, mein Dame-Team. Ah, so hat er sein Team aufgebaut, okay. Ich probiere es mal mit seinem Kraft-Team. Was haben wir denn? Relaxo, Katapult drauf, alle Fälle. Mimigma möchte ich gerne mitnehmen. Durengard möchte ich gerne mitnehmen. Oder Zipoteros werde ich mir mitnehmen. Mal gucken, ob wir es mit dem Light-Team ein bisschen besser auf die Reihe bekommen als mit unserem eigenen Team. Hey, hab ich nicht gesehen? Wie geht's dir so? Ja, ich hab's gut. So, was hast du denn mit dem Team? Ich hoffe, ich kriege einen Megalon auf jeden Fall. Als erstes und wir setzen mit Katapultra und Mimigma mal auf was anderes. Was haben wir denn schon jetzt? Ich schalte jetzt mal das Megalon aus. Mit Schattenschuss geht mal auf das Tor gekisst. Natürlich jetzt nur auf mit. Ich hasse das, ich hasse das. Okay. Ach, leck mich doch, das ist nicht das Boy. Ja, Mimigma, das war, mit Mimigma habe ich ja Pokémon. Ja, da gehst du um die böse Kamera. Mega laut. Alles klar, aber bis du irgendwie so lernen kannst. Ja, na Lola. Ich komme dann nicht die Untersonne nicht am Mond. Ja, das war nicht schlecht eigentlich, die Attacke. Warum auch immer diese... Ja, das ist nicht mal... Ich glaube, das ist doch ein Bora. Halten wir erstmal das Togekiss aus. Jawohl. K
Klar, jetzt ist es eine Doppel-K.O. Aber wir haben zumindest das geschafft. So, du hast jetzt nur noch ein Pokémon, ne? Das dürfte das sonst nicht hoch eigentlich noch sein. So, dann gehen wir jetzt auf Durengard. Ach Gott, ich hab noch mal. Lara. Das macht auch nicht viel einfacher jetzt. Lara aus Entwicklung ausschalten. So, Zombie hoch. Es geht schon mal down. Das war mir sowieso klar. Jetzt geht's mit Durengard ins Finale. So. Und dann müsste das Thema erledigt sein. Der erste Kampf geht schon mal nur uns. Oh, hinten uns mal. So, ich hoffe, dass diesmal auch mit der Tonspur alles passt. Das passt ja nämlich im, in den letzten Folgen gar nicht. Irgendwie war da mit der Tonspur alles ein bisschen verdreht. Ich hoffe, dass wir das jetzt ohne Probleme hinkriegen. So, möchtest du weiterkämpfen? Weiterkämpfen, ja. Ich glaube zwar nicht, dass wir es heute hinkriegen, aber naja. So, Shoji möchte auch zurückschrecken gehen und geht auf Papillon und Megalon und wir gehen mit dem Katapulver und dem Megalon. Okay, da versuche ich das erstmal das komische Ding da auszuschalten von dem, das Megalon. So. Bevor das irgendwie was großes Ärger macht, weil das ich schätze das Megalon nicht so stark ein. Gut, das ist mir egal, weil das ist mega. Für mich uninteressant. So, dann weiter mit Schattenschuss. Ich bleib dabei, ich gehe erstmal, halt das Megalon ja doch raus. Ich will erstmal das andere Zeug weghauen. So, wenn ich jetzt Glück habe, haut er nämlich jetzt das, ja, mit Kerzenwende haut er nämlich jetzt das Wadewa raus. Jawohl. Was soll das irgendwie groß Ärger machen kann? So, dann gehe ich auf Durengard. So, Megalon möchte pusht seine Werte. Verteidigungswerte als Spezialverteidigung. Und der nächste, den er eigentlich ist, das von ihm, das ist glaube ich Test. Ich glaube dann, ne, der Moment, der hat ja das alte Ding. Ach, das hast du noch. So, da gehe ich drauf auf. Bleib dabei, ich gehe erstmal Morbitest ausschalten. Megalon, das interessiert mich nicht, was du da gerade versuchst. Dass du dich ja versuchst, natürlich ein bisschen zu helfen. Aber ich mache erstmal die Variante. So, dann nimmst du das Morbitest von mir erstmal down. So, was hat der Grund, wenn man so ein bisschen Geräusche macht, ist meine Katze, die hier noch nebenbei einmal ampelt. So. Okay, Megalon. Also du hast jetzt noch Papillon, genau, das hatte ich noch erwartet. Das hatte ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Spukball, Dunkelklaue. Warum mache ich das eigentlich für mich? Warum mache ich nicht eine Dingsangriff? Ja, okay. Warum mache ich nicht die Mega-Entwicklung, die Dingsentwicklung?
Hätte das sein, klar. Kosmikkraft, okay. Vielleicht war er bei, um seine Verteidigungswerte zu pushen. So, da ich eher für Puteuris gehe. Halten wir Katapult noch das Ende auf. So. Im Zweifel mache ich das Kontinuum mal schläfrig. Und wieder noch drauf. Na gut, du bleibst bei deiner Schutzschild. Ich glaube, sie kannst du es eh nur fünfmal einsetzen. Kostümspuck bringt dir nichts. So, meine für das von Vivian ein bisschen. Mal ein bisschen einstecken. So, jetzt machen wir es, komm. Wir nehmen mal Schattensturz. Ah, nicht das. Wir setzen Feuerzahn ein, das besiegen wir aber nicht. Beulenhelm, fast K.O. Ich hab noch irgendwie Kraft vorbereitet, ne? So, jetzt kommt der Kampulia nicht mal weg. So, dann haben wir nur noch das Megalon. Das Gute ist, ich habe noch Katapultra. Damit müssen wir den Kampf auch gewonnen haben eigentlich. Wie haben wir denn noch? So. Halt. Megalon drauf. Und du siehst jetzt auch dünner Spuk. Und damit ist das Thema, wenn er jetzt nicht irgendwelchen Scheiß baut, erledigt. Ich glaube, das Schutzschild, das hält also keine Dynamics. Das ist gar nicht mehr so schlecht, das Team von dem, das kannst du nie sagen. So, dann haben wir das. Ah, wie? Ist ja kein bisschen zurückgeschickt. Hast du einfach die Fähigkeit Konzentrator? Ich hab die nicht wahrscheinlich gekämpft, ne? Nochmal zwei weitere Gewinnpunkte, liebe Leute. Rang 2. Und ein Sondermoment für uns. Sie brauchen es allerdings nicht mehr. Und drei weitere Gewinnpunkte. Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin und noch wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.